Ich habe ja auch die Sennheiser, ich glaube 660 habe ich, ne? 660 hast du, glaube ich, ja, genau. Oder 660S heißen die, wofür auch immer das steht. Super. Super. Für Superbjörn steht das. Superbjörn. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Ich habe ja einen neuen Kopfhörer. Und zwar einen Sennheiser HD 650. Ja. Endlich bin ich angekommen. Finally. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt angekommen bin, aber es ist zumindest schon mal ein guter Kopfhörer. Seit langem mal wieder ein guter Kopfhörer. Ich habe ja jetzt wirklich viel ausprobiert. Aber der 650er ist jetzt ein Kopfhörer, der auf jeden Fall auf einem hohen Niveau spielt. Und ich habe den Gebrauch gekauft, war ganz interessant. Da hat derjenige, der den vorher gehabt hat, der hat da ein richtig dickes Kabel dran gelötet. Also das heißt, er hat die beiden Kabel, die oben aus den Muscheln rauskommen, abgekappt und dann so ein richtig dickes Klinkenkabel da dran gepackt mit so einem richtig dicken, fetten Klinkenstecker. Also kann ich auch nicht an meinem Handy benutzen. Ist halt der dicke Klinkenstecker dran. Aber den habe ich dann bei mir zu Hause reingesteckt und habe gedacht so, ach guck mal, jetzt hast du doch endlich mal einen guten Kopfhörer erwischt oder einer, der mir gefällt. Das sind ja bestimmt alles gute Kopfhörer gewesen, die ich hatte, ne, aber die mir einfach nicht gepasst haben. Und ich mag es sehr gerne, wenn ich den AB-Test mache. Das heißt, ich habe die Anlage an und nehme dann den Kopfhörer ab und höre dann, was ich dann höre und setze dann den Kopfhörer auf, mache die Anlage aus, ist ja ein offener Kopfhörer und höre dann, versucht den Unterschied herauszukriegen. Und je geringer der Unterschied ist, umso lieber ist mir das natürlich, weil wenn ich einen Kopfhörer aufsetze und der vielleicht präziser ist, aber eben sonst vom Klangbild her vergleichbar mit den Neumännern ist, die ich da stehen habe. Und das macht er. Okay. Und das fand ich beruhigend. Und er spielt halt auch untenrum deutlich verlässlicher auf als der HD 600, der zwar auch okay ist und überall an ganz vielen Stellen auch als Referenz benutzt wird, aber der untenrum so schlapp war, dass ich gedacht habe, Leute, darüber kann ich nicht mischen, das tut mir leid. Wenn ich das untenrum kontrollieren will damit irgendwie, dann geht das mit diesem Kopfhörer nicht. Und den 650er, der hat ja überall gute Kritiken gekriegt und dann habe ich gedacht, komm, 200 € gebraucht. Du weißt ja, ich bin sehr, sehr schlecht in Kopfhörern. Also ich höre dir da natürlich gespannt zu und freue mich auch, dass du was gefunden hast, wo du mitarbeiten kannst oder so. Aber ich kann dazu wirklich überhaupt nichts sagen, weil ich habe noch nicht dieses Aha-Erlebnis gehabt, dass ich sagen würde, ich muss unbedingt mit dem Kopfhörer arbeiten. Da habe ich eine lustige Geschichte, hat mir einer erzählt, ein Kollege, der hatte irgendwie es gibt einen Riesenkopfhörer, Sontrum irgendwie. Audis wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas. Also Audis geschrieben. Ja, und ein Kollege von ihm hätte den getestet. Der kostet ja auch irgendwie über 1.000 € oder sonst was irgendwie. Weit über 1.000 €. Und ein Foto geschickt hier. Ich hab irgendwie ein halbes Haus auf dem Kopf. Ja. Ja, aber klingt gut. Ich habe ihn gekauft. Okay, alles klar. Also tatsächlich kenne ich viele Mastering-Leute, die mit diesen Audis, da gibt es auch verschiedene. Der teuerste ist, glaube ich, weit über 1.500 € irgendwie. Ja, man kriegst du eine vernünftige Abhöre ja auch nicht für. Und wenn das deine einzige Abhöre wäre, in Anführungszeichen. Vor allem hast du den Raum ja drumherum immer noch nicht, ne? Das darf man ja nicht vergessen bei den Boxen. Ja, also da bin ich ja nach wie vor noch irgendwie so heiß auf den Phonitor von SPL, der ja diese Matrix hat, die irgendwie das zwischen den Boxen Crossfade, ja, auch irgendwie simuliert. Also ich muss sagen, ich hatte ja von SPL mal diesen Two-Control, heißt der. Ist ja so ein Monitor-Controller. Sieht aus weißt du, auf so einem Fest, wenn du so eine Kasse hast, wie heißt das denn, so eine Geldkassette. Ja. So ein bisschen von der Größe, ist auch so ein, einfach so ein silberner oder schwarzer Klotz. Und vorne hast du so ein paar relativ fucklige kleine Knöpfchen, einen großen Lautstärkeregler. Ist okay für den Preis, was er kostet, ist er wirklich als Monitor-Controller irgendwie okay. Ja, okay. Aber allein schon, weil du ihn nicht kennst und er von SPL ist, er ist nicht sonderlich weit verbreitet. Also ich habe ihn noch nicht oft gesehen in Studios. Ja. Ich bin auch sehr schlecht losgeworden, als ich loswerden wollte. Aber der hat auch diese Crossfade oder ja doch, ne, Crossbreed, so heißt die Funktion bei SPL. Okay, also die bildet das ab, was zwischen den Boxen auch ist, was du bei Kopfhörern ja nicht hast. Richtig. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das damals, als ich dann tatsächlich mal mit Kopfhörern gearbeitet habe, ich habe ja auch die Sennheiser, ich glaube 660 habe ich, ne? 660 hast du, glaube ich, ja, genau. Oder 660S heißen die, wofür auch immer das steht. Super. Super. Für Superbjörn steht das. Superbjörn. Oha. Ja, auf jeden Fall fand ich das gar nicht so schlecht, ja, aber ob das jetzt näher daran ist, an dem, wie man vor ein paar Boxen in einem guten Raum sitzt,
Wage ich mal insofern zu bezweifeln, es werden die Leute, die damit vielleicht auch jahrelang einfach arbeiten, das genau das Gegenteil sagen, wo ich sage, ja, ich kann auch in einem schlechten Raum vielleicht arbeiten, wenn ich da 10 Jahre gesessen habe und weiß, nach 10 Jahren endlich, wo alle meine Fehler sind. Ja, ja. Aber ich fand das jetzt nicht so beeindruckend. Also ich habe neulich habe ich mich mit Henning Verlage getroffen und hatte ihm auch die Geschichte erzählt, dass ich jetzt den Kopfhörer habe. Ja. Ich kann ja gleich mal kurz erzählen, warum ich eigentlich einen anderen Kopfhörer suche, weil ich habe ja eigentlich einen guten Kopfhörer mit dem DT 990 Pro. Und habe ihm dann gesagt, dass ich jetzt den 650er habe, dass ich mit dem zufrieden bin. Und er guckt mich nur an und sagt, ich habe so einen useligen KRK. Weil es ihm egal ist, den kennt ja. Er halt, ne? Und das bringt es dann wieder auf den Punkt, lern einfach deine Abhörer kennen und du weißt dann, worum es geht irgendwie. Und ein Kopfhörer, ich bin ja HD25-Fan eigentlich. Ich liebe den, weil der eben auf dem Ohr drauf sitzt und weil der mir das Mikrofon nicht an den Mund drückt, wenn ich den Kopfhörer aufsetze. Ich arbeite nun mal relativ häufig mit Mikrofon und ich hatte neulich das große Premium-Mix-Tutorial im Premium-Bereich aufgenommen. Und mich blöderweise nicht vorher rasiert. Mit anderen Worten, ich habe also ein sündhaft teures Mikrofon am Kopf, setze meinen 650er auf, um das damit dann zu machen irgendwie. Und der macht halt das Gleiche, leider, wie der 990er, der noch größer ist. Der drückt mir das Mikro hier an die Backe. Mit anderen Worten, das ist sündhaft teure Mikrofon an meinem Kopf, knistert. Als wenn es 17,95 kosten würde, weil halt meine Barthaare daran scheuern. Und das kann ich auch nicht, ich überlege noch, wie ich das wegkriege, ob ich mir einen Schaumstoff dazwischen machen muss, irgendwie, dass das Abstand vor meiner Backe hält oder ob ich mich einfach damit abfinde, dass es so ist. Aber irgendwie will ich mich damit nicht abfinden. Ist nicht von Isotop die Beard? Ein Bartentferner, ja, der steht bei mir oben von Philips, der Bartentferner. Ja, sowas habe ich auch. Naja, auf jeden Fall ist das eigentlich der einzige Grund, warum ich einen anderen Kopfhörer suche. Irgendeinen Kopfhörer, der eben nicht so, also die müssen natürlich eng anliegen, völlig klar, aber die drücken mir halt das Mikro an den Kopf und deswegen bin ich nach wie vor, also wenn ich das vermeiden will, muss ich halt den HD25 aufsetzen zum Preis, dass ich halt mit dem nicht so gut hören kann wie mit den anderen, zumal der HD25 auch ein geschlossener Kopfhörer ist und die anderen beiden sind ja offene, das heißt, wenn ich die aufhabe und damit Musik höre, geht es natürlich auch wieder außenrum ins Mikrofon rein und man wundert sich, wie viel da tatsächlich hinten rauskommt. Ne? Und die Tatsache, dass tatsächlich der offene Kopfhörer, dass du den natürlich in einer ruhigen Studioatmosphäre oder in einem Wohnzimmer sehr gut benutzen kannst, aber wenn du wie ich zum Beispiel im Sommer zum Beispiel in Griechenland draußen auf der Terrasse sitze und da ein bisschen arbeiten möchte, ist es nahezu nicht möglich, damit zu arbeiten, weil da fahren halt Autos vorbei und so weiter und der Wind rauscht, die Zikaden und so weiter und so fort. Und da ist ein geschlossener Kopfhörer dann doch schon echt ein anderes Hilfsmittel. Die Reise geht weiter, um das mal damit abzuschließen. Die Reise geht definitiv weiter und von daher. Apropos Reise, ich freue mich übrigens sehr, um mal kurz hier einen harten Schnitt zu machen an dieser Stelle, bevor wir uns total verquatschen, den Weltenbummler und ja mal wieder auch mit Griechenland zu tun habenden Menschen hier heute wieder in Holtwick tatsächlich wieder da zu haben. Mal wieder mit Quarkbällchen, selbstverständlich. Und ganz, ganz großes Warm Welcome für den allseits beliebten Jonas Wagner. Thank you very much. Ich freue mich auch, dass ich in Holtwick wieder sein darf, auch wenn ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus Griechenland weggefahren bin. Ja, das kann ich mir denken. Ich habe viel gearbeitet, ich habe aber auch die Sonne genossen, ich habe getaucht, ich habe Zeit mit Freunden verbracht, Zeit ohne meine Familie verbracht. Das mag jetzt vielleicht ganz traurig für viele da draußen klingen, aber freut's. Aber für Menschen, die Familie und Kinder haben, die wissen, dass 10 Tage ohne Familie nur für sich auch mal ein extrem großer Luxus ist. Und ich habe zwar ein sehr schlechtes Gewissen gehabt wegen des Fluges und wegen meinem CO2-Abdruck. Ich nehme das jetzt aber trotzdem einfach mal in Kauf und sage, das brauchte ich jetzt einfach mal 10 Tage für mich allein. Ich habe aber, wie gesagt, auch viel gearbeitet vor Ort. Einfach mal in der Sonne arbeiten ist ja auch mal schön, wenn man so ein digitales Business hat. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute auch wieder hier sein darf. Frisch nachgebräunt, quasi so ungefähr. So wie ich. Ja, genau. Bei dir im Storia Mastering Studio, bei meinem lieben Freund und Zimmergenossen, den goldenen Ohren von Holtwick, Björn Schlitter. Wie schön. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe mit seiner Freundin getrocknete Tomaten mitgebracht. Das nur, dass ich das mal. Das war wichtig. Ganz also, wichtig. Wir haben das ja
vor zwei Folgen, wann war das? Ein paar Wochen, ja. Das war halt das letzte Mal, wo Jonas aus dem Griechenlandurlaub zurückgekommen ist. Machen die alle 4 Wochen. Die Dichte ist auf jeden Fall gegeben. Ja, das war's für dieses Jahr. Haben wir ja hier, oder habe ich vielmehr getrocknete Tomaten verköstigt, die in Öl eingelegt waren. Und falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, ich glaube, sie heißt sogar irgendwas mit Tomaten, kann das sein? Getrockneten. Irgendwas Tomatenautomation oder so? Kann das ja, sein? Tomatenautomation im Tonstudio. Dann genau, sowas, ja. Auf jeden Fall nach dieser Folge nochmal zurück zu der Folge gehen. Wenn ihr meine Reaktion hören wollt oder bei YouTube, wenn ihr die Reaktion sehen wollt. Wollen wir sehen, ja. Tatsächlich fand ich es ja gar nicht so schlecht. Aber ich habe ja dann diese eine übrig gebliebene Tomate, habe ich ja dann meiner Liebsten mitgebracht. Und was soll ich sagen, als großer Tomatenfan war sie natürlich hin und weg davon. Zurecht. Und hat direkt eine Großbestellung aufgegeben. Genau, und ich bin bei Vassili, dem alten Malakka, gewesen habe dann, also Vassili, ich darf ihn Malakka nennen, weil er nennt mich auch Malakka, von daher ist es okay. Und habe tatsächlich bei ihm noch ein weiteres Glas herausgeeist von seinen getrockneten Tomaten und es dir überreicht. Also von daher für deine Freundin nur vom Feinsten. Nur das Beste. Nur vom Feinsten. Ne? Ja. Also nicht nur am Küchentisch auf der gegenüberliegenden Seite vom Feinsten, sondern auch auf dem Brot. Uiuiui. Eieieiei. Also man merkt schon, nach so einem Urlaub ist der Jonas dann doch noch mal auch eine kleine Spur charmanter wie vorher. Wieder so ein als wie vorher. Prinz Charming quasi, so mehr oder weniger. Ganz aber was faszinierend in Griechenland zum Beispiel auch war die Musik, die ich da erleben durfte. Denn vor Ort spielt auch Spiro, ein örtlicher Gitarrist, der eigentlich Schlagzeuger ist, aber der hin und wieder in den einzelnen Kneipen Gitarre spielt. Ich habe schon mal von ihm erzählt. Ja. Und auch dieses Mal hatte ich wieder die große Ehre, mit Spiro zusammen Musik zu machen. Und wir haben wirklich einen fantastischen Abend gehabt. Wir haben Uso getrunken, wir haben Bier getrunken und wir haben, ich hätte jetzt fast gesagt, schlüpfrige Lieder gesungen. Aber nein, wir haben ganz normale Lieder. Auf Griechisch? Lieder. Natürlich, Wonderwall auf Griechisch. Ach so. Das ist einfach ein feiner Kerl. Ich mag einfach den Schlagmenschen da unten und das ist auch der Grund. Ist eigentlich jemand in Griechenland, also ein Griechen, der Metaxa trinkt? Nein. Oder wird uns Deutschen das einfach immer nur so als griechisches Gift verkauft? Ich kenne keinen Griechen, der Metaxa trinkt. Ich kenne Griechen, die Uso trinken und zwar in jeder Form. Ich kenne auch jede Menge Griechen, die Rezina, also Wein trinken. Okay. Die meisten übrigens, weil der so stark geharzt ist, die den dann mit Cola verdünnen und noch einen Eiswürfel rein. Da würde jetzt der Weinliebhaber, der Geneigte, würde jetzt die Augen verdrehen und würde sagen, oh Gott, Wein mit Cola und Eiswürfel. Och, machen die im Süden des Landes ja auch gerne. Hauptsache es brennt, würde ich sagen. Also wie gesagt, von meinem Freund und Vermieter Nico, der Vater, der hatte damals auch den eigenen Rezina und selbst der hat seinen eigenen Rezina nicht durch den Hals gekriegt, wenn da nicht mindestens eine halbe Flasche Cola drin war. Okay. Aber über gute Laune. Also von daher. Was ich total vergessen habe eigentlich, ja. Bevor du jetzt schon wieder aufgebrochen und ja auch schon wieder erfolgreich zurückgereist bist, wollte dir eigentlich noch eine Aufgabe stellen und zwar mir mal dich auf die Suche zu machen nach einem einheimischen, also jetzt nicht im Sinne von lokal bei dir um die Ecke, so wie die Tomatenherstellung, sondern einen griechischen Gin. Mal mitzubringen, weil leider, ich meine, das ist jetzt ja ein bisschen her. Ja. Man könnte jetzt meinen, ich hätte ein Gin-Problem, also ohne, aber mein Geburtstag liegt ja ein bisschen zurück. Das heißt, die Flasche ist tatsächlich leer. Ja, aber deine Freunde nennen dich ja nicht ohne Grund Gin Tonic. Gin? Gin. Gin. Eieiei. Schlechter Wolf ist für heute auch weg. Check. Danke, haben wir das auch schon wieder verstanden. Also griechischer Gin. Ja, tatsächlich hätte ich dir das sagen wollen. Was ist denn die Basis von Gin? Das ist doch Wacholder, ne? Ich wusste gar nicht, ob Wacholder da wächst. Keine Ahnung. Also, vielleicht kann man ja Gin auch aus Oliven machen. Die gibt's da. Aber das wäre ja dann was anderes. Oliven. Ich werde das nächste Mal, wenn ich da bin, werde ich das als Aufgabe nehmen, als Challenge für mich quasi. Challenge. Herauszufinden, ob ich da auch Big Balls, Iron Balls. Und vor allem, jetzt stell dir mal vor, du recherchierst da mal und auf einmal merkst du, das ist da richtiger Knaller. Das ist der Shit. Ne? Und dann wirst du deinen nächsten Griechenland-Urlaub nur mit Gin-Tastings verbringen. Ja, und ich sattel um auf Gin-Importeur und zwar griechischer Gin. Genau. Why not? Also, alles ist möglich. Also für mich wäre das oder okay. Oder wie Alexander Klavs damals sang, anything is possible. Stimmt, das war der erste DSDS-Gewinner, ne? Oder? Tatsächlich, und der kommt aus Sendenhorst, was wiederum das Kaff direkt neben meinem Heimatort, meinem aktuellen Heimatort Wolbeck ist. Also wirklich, kannst du rüber spucken. Genau. Sendenhorst. Ich war ja kurz Telchteraner. Ja, ne? Stimmt. Und das ist ja dann quasi das magische Dreieck fast schon.
Wolbeck, Telcht, genau. Sendenhorst, ja, das magische Dreieck. Also da ist und dazwischen da auch das Bermuda-Dreieck. Da geht alles. Ja, da geht tatsächlich. Ja, aber da kommt Alexander her und letztendlich ist er aber trotzdem noch häufig da. Also man kriegt es dann über die Zeitung mit, ne? Mhm. Ist er dann häufig da. Und der macht doch jetzt irgendwie was mit Musicals, ne? Irgendwie. Ja, hat er schon immer gemacht. Ja, also, ne? Aber ist jetzt viel so sein Ding gemacht, ne? Viel Freilichtbühne auch gemacht, mhm, und so weiter, aber natürlich auch immer Musik gemacht, ja. Klar, also womit man, also wer kann schon mit behaupten, dass er mit eigener Musik Geld verdient, und wenn man dann quasi Schauspiel und Musik verbinden kann im Bereich Musical oder so. Ich bin jetzt nicht der typische Musical-Gänger, ganz im Gegenteil. Für mich hat die Musical-Welt aufgehört zu existieren nach Andrew Lloyd Webber oder was meinst ja, du? Ja, habe ich mir schon mehrfach drüber ausgelassen irgendwie. Ja, nee, also ich bin so der Old-Style-Musical-Hörer noch, so der klassische Musical-Hörer, was weiß ich, West Side Story, diese Abteilung. My Fair Lady. Ja, My Fair Lady auch noch. Zumal ich ja auch ein Riesenfan von Barbara Streisand bin. Mhm. Barbara Streisand. Also was war ich verliebt in diese Frau? Ach, als damals dieses Album rauskam, mit Robin Gibb, mit Barry Gibb natürlich, das weiße Album. Ist jetzt wieder Name-Dropping hier, wo ich sagen kann, ja, bestimmt ist das so. Barry Gibb, der Chef von den Bee Gees. Die Bee Gees sind drei Brüder, die Brothers Gibb waren die Bee Gees. Vielleicht bekannt, Saturday Night Fever, auch ein Musical. Auch das, alles, ne? Gut, aber... Aber Barry Gibb war halt der mit dem Bart, und der hat damals ein Album zusammen gemacht mit Barbara Streisand, und das ist, glaube ich, auch eins der erfolgreichsten und bekanntesten Alben der Welt und auch eins der bestklingenden Alben der Welt tatsächlich. Und als meine Mama das damals kaufte, Anfang Mitte der 80er sowas irgendwie, da war halt diese in meinen Augen wunderschöne Frau drauf, mit diesem braun gebrannten, bärtigen Typ, der einfach nur aussah, als wenn er irgendwie in was weiß ich, Kalifornien vom Surfbrett gehopst ist. Und dann ist das auch noch einer der besten Musikproduzenten der Welt. Das muss man ja doch wirklich sagen. Ne? Barry Gibb ist wirklich ein Musikproduzent, der hat ja nicht nur mit Barbara Streisand und mit den Bee Gees gute Musik gemacht, sondern wenn du die Diskografie von dem liest, da wirst du blass, mit wem der alles gearbeitet hat. Ne? Ein fantastischer Sänger, wirklich ein irre guter Sänger. Die Bee Gees ja sowieso alle in den Chören immer irre gut gewesen. Ne? Und das war einfach ein Album, was mich damals wirklich richtig abgeholt hat. Und wenn du dich dann mit dem Werk von Barbara Streisand auseinandersetzt, und das musst du jetzt nicht großartig mit einer riesen Doku, Wikipedia, sonst was irgendwie machen. Du kannst dich auch einfach Carpool Karaoke angucken mit Barbara Streisand. Und da kriegst du schon so einen Eindruck davon, was diese Frau mit da, war sie bei Carpool Karaoke, war sie glaube ich schon 80, oder kurz vor. Das ist doch mit dem, wie heißt denn der nochmal? James Corbin. Ja. Ja, genau. Ja. Da sitzen die also, und diese Frau hat eine Ausstrahlung, also eine tiefe Ruhe, und was die vielleicht nicht alle wissen, ist, dass sie ein irres Lampenfieber hat. Das ist ganz wenig auf Tour gewesen, und so, weil die einfach so ein unfassbares Lampenfieber hat und Angst hat. Und dann gibt es aber so einzelne Abende von Barbara Streisand, wo sie so den Weg durch ihr Werk geht, alleine auf der Bühne, natürlich Orchester da und so weiter, und dann so erzählt, wie es bei ihr angefangen hat, und das kannst du auch auf DVD und CD kaufen. Und da erzählt mit einem Humor, mit einer Feinfühligkeit, mit einer Intensität, dass du einfach nur verliebt zur Seite kippst und denkst, ja, Barbara, erzähl's noch mal. Und dann singt sie halt auch ein Duett mit ihrem verstorbenen Vater, war das, glaube ich, oder sonst was irgendwie. Es ist einfach irre tolle Musik. Und wie gesagt, als Sängerin ist es für mich persönlich eigentlich so, weil sie noch lebt, die aktuell beste Sängerin auf der Welt. Auf einer Linie für mich persönlich mit Christina Aguilera zum Beispiel, die eine fantastische Sängerin ist. So in der Range irgendwie. Ne? Kurz dahinter Céline Dion, die ich jetzt nicht so vom Timbre her mag, aber die auch eine fantastische Sängerin ist. Aretha Franklin, anderer Sound, auch sehr gute Sängerin, ne? Aber speziell was Technik, Präzision, Geschmack, Ausdruck, vor allem Ausdruck angeht, ist Barbara Streisand. Und das würden dir Céline Dion und Christina Aguilera sogar bestätigen, dass sie die Chefin ist. Also die würden mir bestätigen, Jonas hat recht. Jonas, die würde nur schreiben in ihrem Insta-Post. So wie immer halt. Jonas hat recht, ja. Punkt. Oder wie der Engländer sagt, period. Ja, genau. Also ich glaube, natürlich gibt es fantastische Sängerinnen, und aus Münster zum Beispiel kommt ja Ute Lemper zum Beispiel. So, echt? Ja, auch Weltstar, ne? Musical-Weltstar. Aus Münster kommt. Münsteranerin, genau, ist auch regelmäßig in Münster. Hat ja ihren Hauptsitz in New York, glaube ich, irgendwo in den Staaten auf jeden Fall. Oh. Und
das wissen ja auch nicht alle Leute, die hat ja unter anderem zum Beispiel bei dem Ariel-Film von Walt Disney, da hat die deutschen Parts gesungen von Ariel. Das war, ich hoffe, dass ich jetzt keinen Unfug erzähle, aber ich meine, dass das Ute Lemper gewesen ist. Und das ist ja auch so toll gesungen. Auch nicht. Ja, siehst du. ja, Ute Lemper, also Weltstar mit Herz quasi, aus Münster, aus der Stadt Münster, die ja den G7-Gipfel demnächst ausrichten darf. Ist das so? Hm, tatsächlich, ja, ich habe schon Angst. Anfang November geht in Münster wahrscheinlich gar nichts mehr. Jetzt wohne ich ja in Wolbeck zum Beispiel. Zum Glück außen. Zum Glück, wollte gerade sagen. Ja, zum Glück außen im Südosten von Münster. Das hat nicht wenig damit zu tun, ne? Aber die wollen da im Rathaus wohl, wollen die das machen? Oh. Und da wird's, also im historischen Rathaus. Im historischen Rathaus, ja, das gefährlich. Könnte auf jeden Fall spannend werden. Weil die das nicht wissen, das ist halt mitten quasi in der Fußgängerzone, also wirklich, also mitten. Mittendrin. Gegenüber, da fahren eigentlich Meter. Auch keine Autos, also ja. Im Münster-Tatort fahren da Autos, also die von Börne und so weiter, aber normalerweise fahren da nur Busse und Fahrräder. Ja, und das Doofe ist halt wirklich, in jede Richtung 5 Meter entfernt sind die ersten Läden sozusagen. Also das ist wirklich drumherum. Ja, mehr, ne? Innenstadt geht nicht. Also eigentlich musst du da die ganze Fußgängerzone eigentlich dicht machen komplett. Das werden sie wahrscheinlich. Sämtliche Läden schließen. Ja. Weil eine andere Chance hast du ja eigentlich gar nicht. Ne? Ja, und ich verstehe nicht so richtig, was das soll. Also verstehe ich natürlich die Wirkung des Friedenssaals, wo der Westfälische Frieden 1618 geschlossen wurde. Ne? Aber trotzdem weiß ich nicht, ob das unbedingt so sein muss. Aber unabhängig davon, heutzutage weiß ich eh nicht, ob man sich so oft noch persönlich treffen muss. Ich weiß, dass im Gespräch viel passiert, aber auch da... Ich kann es verstehen. Ne? Wir machen ja auch lieber Podcasts und sitzen nebeneinander. Das ist richtig. Ne? Ja, wird Zeit, dass ich mir ein E-Auto kaufe, damit ich mit dem eigenen Solarstrom hier rüberfahren kann. Wir machen ja quasi G2-Gipfel auch alle 2 Wochen hier in Holzweg. Besser als geh weg. Genau. Also von daher, ansonsten wäre das mit den Quarkbällchen ja auch schwer. Ja, stimmt, die kann ich ja einfach durch die digitale Leitung auch nicht rüberwerfen. Nee, also das ist, da muss Facebook sich noch was ausdenken. War das, früher konnte man anstupsen, jetzt kann man, glaube ich, winken. Oder so? Quarkbällchen winken oder was? Ja, vielleicht gibt es da ja irgendwie schon so ein GIF. Was ist eigentlich aus StudiVZ geworden? Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Nee, aber MySpace sind wir jetzt natürlich dran. MySpace haben wir ja gekauft. Danke für die vielen Zuschriften. Also wir kümmern uns da jetzt natürlich drum. Bitte schaut, dass eure Accounts dann auch, ob ihr die noch habt. Ne? Also da werden wir dann nahtlos wieder alles online schalten, auf jeden Fall. Rechnung folgt. Genau, klar, dass das jetzt ein Abo-System ist, ist natürlich klar. Und ihr habt ja 14 Jahre nicht bezahlt, also von daher gibt es da auf jeden Fall für uns schon mal eine Initialzündung auf dem Konto. Richtig, ne? Und es wird auch nur noch Musik von Jonas hochgeladen auf MySpace. Natürlich. Ne, StudiVZ, ja, SchülerVZ, StudiVZ, mein VZ, das war ja dann für die, die weder Schüler noch Studenten waren. Ja, ne? Also hatte sicherlich seine Berechtigung, seine Zeit. Im Zweifel hatte man 3 Accounts, um überall stattzufinden. Und Facebook. Aber heute gibt es ja TikTok, Tinder und Instagram. Apropos. Die 3 großen T. Apropos. Ich habe da vor ein paar Tagen was gelesen. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. TikTok ist ja nachweislich, was die Musikbranche weltweit angeht, der... die ausschlaggebendste Plattform, um Trends zu setzen zurzeit. Ja. Also wenn du bei TikTok mit deinem Song erfolgreich wirst, dann hast du kommerziellen Erfolg. Dann wirst du wahrscheinlich auch in den Charts stattfinden und dann wirst du wirst du auch den anderen. Genau. Also letzten Endes ist es ja diese Musik, die dahinterlegt ist, wird ja, glaube ich, nicht als Stream gezählt oder sowas, weil es ist ja dann immer nur eine gewisse Zeit. Oder ich weiß gar nicht ganz genau, ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen, aber eben dann die Weiterführung der Songs. Ich habe ja zum Beispiel auch für 2 ziemlich erfolgreiche TikTok-Leute durfte ich auch schon arbeiten, also im Mastering-Bereich. Und da ging es eben dann auch immer darum, dass diese TikTok-Snippets dann auch gemastert werden mussten und sowas. Okay. Wie auch immer. Und TikTok ist sich ihrer Rolle natürlich bewusst, oder nicht ihrer Rolle, sondern ihrer Macht natürlich bewusst. Und lässt sich das jetzt bezahlen? Oder was? Und ich habe jetzt gelesen, Quelle kann ich nicht ganz genau nennen, trotzdem habe ich gelesen, dass TikTok plant, einen eigenen Streamingdienst ins Leben zu rufen. Weil die sich natürlich auch denken... Warum soll denn Spotify das Geld verdienen? Genau, ne? Also ich meine, wir machen ja nur ein paar Milliarden am Tag wahrscheinlich, aber warum soll Spotify die anderen Milliarden machen? Ja, absolut. Ne? Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, macht auch einen Sinn. Also würde ich an TikTok-Stelle vermutlich ähnlich denken. Ja. Warum nicht direkt implementieren eben in diese
Plattform. Ja, macht Bündeln an der Stelle. Zu sagen, ne, wenn dann da der neue TikTok-Trend, da läuft dann irgendeine Mucke im Hintergrund und dann gibt es halt demnächst den Button, jetzt den gesamten Song anhören. Ja, dann gehst du aber nur einen Reiter weiter und nicht eben eine App weiter. Wie bei Instagram von, weiß ich nicht, Explore-Page auf Reels-Page oder wie auch immer. Ja, ja. Bleibt auf jeden Fall spannend dann zu sehen, wie sich das in der Ich meine, es hat ja zwei Richtung Seiten. Ne? Also ich glaube, der Vorteil ist, dass TikTok ja durchaus dafür sorgt, dass die junge Generation alte Musik kennenlernt, weil wenn irgendein alter Song bei TikTok trendet, dann kriegen die Kids das ja auch mit. Ne? Also man fragt sich ja ganz oft, woher die Kids so eine Musik kennen, irgendwie aus den 70ern, 80ern, 90ern, weil die einfach irgendwann mal zwischendurch ein Trend bei TikTok gewesen ist. Richtig. Und dann ist plötzlich irgendein Song Nummer 1, der das letzte Mal 1990 Nummer 1 gewesen ist, dann kriegt derjenige Künstler einen Anruf, ey Alter, du bist auf Nummer 1. Ich bin was? Ja, Alter, du bist auf 1. Wie jetzt? War ich irgendwie in einem Film drin oder so? Habt ihr Platten nachgepresst oder was? War ich in einem Film irgendwie als Blockbuster oder so? Nee, TikTok hier, was? Ja, das ist so. Also TikTok hat eine unheimliche Macht, was das natürlich angeht. Ne? Ja. Ob das jetzt so positiv ist, ich glaube, ich weiß nicht, also ich habe noch meinen Zugang noch nicht so ganz zu TikTok gefunden, gebe ich mal ganz ehrlich zu. Ich habe keinen TikTok. Ja, also ich habe tatsächlich, oder hatte, ich glaube, ich habe ihn sogar gelöscht wieder in den Account. Gibt auch viele Kollegen im Musikdienstleistungsbereich, also so wie jetzt ich, Studio oder sowas, die tatsächlich da auch viel Content Creation machen, also die da wirklich Quicktips oder halt so Sachen machen. Ja. Vielleicht ja gar nicht so unrelevant für dich, dir das mal anzuschauen eben. Ja, ich glaube, der Philipp von Abmischen werden, der macht das auch. Der macht auch so Shorts, auch bei YouTube macht der Shorts. Und ist ja, glaube ich, genau das gleiche Format sozusagen. Ja, klar. Ich meine, da guckt, YouTube Reels, ist auch nicht doof, YouTube, ne? Die versuchen TikTok. Das auch zu kopieren. Reels, Shorts, alles nur der Versuch, irgendwie TikTok nachzumachen, wo man dann sagt, dann bleibt doch lieber bei eurem Kern. Aber haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, aber geschenkt. Ja, sehr TikTok, ja klar, wäre eine weitere Ausspielplattform, aber wenn ich mich jetzt auch noch hinsetze und separat auch noch Videos dafür mache. Nee, ist richtig. Ne? Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, mach sie dafür, dann hast du für Instagram auch noch gleich die Reels. Und kann das als Shorts bei YouTube auch noch veröffentlichen. Das heißt, ein Format, drei Ausspielplattformen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, darüber mal nachzudenken. Wobei ich mich aber tatsächlich schwer tue, damit meine Videos runter zu dampfen, weil ich habe da oft drüber nachgedacht, ne? Weil meine Videos gehen ja durchaus mal 10, 20 Minuten lang, auch wenn ich nur einen Themenbereich anspreche oder nur einen Tipp zeigen will oder nur eine Funktion zeigen möchte, möchte aber trotzdem immer mitgeben, warum das so ist und nicht eben nur das. Also klar könnte ich jetzt zeigen, der Trick funktioniert so, bitte viel Spaß beim Nachmachen, ne? Aber ich mag es dann doch lieber, das Warum zu erklären, um dann auch zu erzählen, warum man das eigentlich machen sollte und in welchen Fällen man das einsetzt und wo das sinnvoll ist und wo das nicht sinnvoll ist und zack, bist du bei 5 Minuten. Dafür sind einfach diese Shorts-Formate nix. Ne? Wir uns ja schon ein paar Mal drüber unterhalten, so, also jetzt nicht im Podcast, sondern privat. Ja. Es ist halt so, letzten Endes, du kannst in einer Minute, kannst du schon eine ganze Menge erzählen. Ne? Ja. Also ich sag jetzt mal, was weiß ich, als Beispiel, was ein paar Videos habe ich auch gemacht auf dem Kanal, irgendwie hier mit dem TDR Nova hier mit Bass und, und Höhen. Das kannst du natürlich in einer Minute schon zeigen. Ne? Muss halt ein paar hektische Schnitte setzen, sage ich jetzt mal, da zeigen, so und so passiert das. Ja. Derjenige, der das auf TikTok oder als Instagram-Video schaut, der sitzt jetzt auch nicht im Studio. Also klar, der sitzt vielleicht mit seinem Handy im Studio, aber der hat jetzt nicht die Abhörer, der hat vielleicht, wenn überhaupt, AirPods drin oder irgendwie hinzu, Kopfhörer. Ja. Das heißt, da ist jetzt der auditive Vergleich zu hören in dem Video nicht ganz so relevant wie jetzt natürlich, oder eigentlich fast gar nicht relevant, sondern da geht es mehr darum, guck mal, das gibt es, das ist eine Technik, das ist ein Trick, das ist was auch immer, eine Idee, mach das mal so und so. Das ist halt einfach der große Unterschied dazu, weil in einer Minute kannst du schon echt eine ganze Menge erklären. Ja, vielleicht tue ich mich auch deswegen so schwer, weil das alles Formate für den Handyscreen sind. Ja. Ne? Und das ist, ich sehe das beim Philipp dann auch, dass das schon echt schwierig ist, da den Zoom immer an die richtige Stelle zu fassen. Das ist viel Editierarbeit, das wirklich hinzukriegen. Ne? Möchtest du einmal kurz trinken, mein Freund? Oh, ich habe hier Husten. Ja, vielleicht sollte man das, den Schnaps mal durch Wasser ersetzen. Umgekehrt. Ach so. können wir auch schneiden. Ich schneide hier nix. Hier wird nix. Ich habe zwar neulich in einem Video gezeigt, wie man schneidet, aber ausschließlich für Audio. Ja, also kannst du den Huster ja rausschneiden, wenn ein Bild kannst du drin lassen. Ich mache einfach einen Piepton drüber. Genau. Ich mache nochmal eine Wiederholung und dann mache ich den Piepton drüber. Also einfach in der Zeit. Da, 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 da.
Naja, aber ja, das mit dem kleinen Bildschirm ist halt schon eine Sache, die mich auch irgendwie upturnt, irgendwie zu sagen, dass ich extrem viel Schneidearbeit habe, Zoom-Arbeit und so weiter. Und jetzt alle solche Handys. Ja, so groß sind die Handys aber auch nicht, dass du die kleine Schrift vom TDR Nova da jetzt so groß zoomen und hast nicht gesehen. Du nicht mehr. Na, ich vielleicht nicht mehr. Ich muss ja im ganzen Haus strategisch Brillen verteilen, weil ich mich ja nach wie vor weigere, eine Gleitsichtbrille zu kaufen. Und ach Gottchen, ich lasse mir doch nicht vor 20 Jahren die Augen lasern, damit ich heute eine Gleitsichtbrille trage. Das kommt mir nicht ins Haus. Ich bin ja schon fast so weit. Mittlerweile hat meine Frau mich schon fast so weit, dass ich tatsächlich permanent Brille trage. Ich mag es aber zwischendurch einfach mal eine Brille abzusetzen, weil ich ja nach wie vor da hinten gut gucken kann. Das ist halt einfach so, ne? Ich kann ja sogar vorlesen, dass da oben Storia steht auf der Kiste. Bis zum Ende des Aufnahmeraums sogar gucken. Und zurück. Ja, und zurück. Wenn dann Spiegel wäre, könnte ich sogar zurückgucken. Ja. Lustige Geschichte. Ich habe zu Hause so eine Lupe, die ich fürs Löten habe. Wenn ich kleine Sachen löte, dann habe ich so eine große Lupe, da ist auch ein Licht eingebaut und dann kann ich da einen Strom anschließen, dann drücke ich auf Kleck, dann geht das Licht an und durch die Lupe kann ich dann diese kleinen Dinger vergrößert sehen. Habe also meine Brille auf, guck da so durch, kriege irgendwie den Punkt nicht so richtig hin, wo es scharf ist. Und hab da schon oft durchgeguckt und mich immer darüber geärgert. Kein Autofokus mehr, also. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall irre geärgert, dass ich immer so Schwierigkeiten habe, durch diese Lupe durchzugucken. Und dann nehme ich so die Brille kurz, schiebe ich so kurz auf die Stirn, mach so die Augen so, wisch mir einmal durch die Augen, guck so ohne Brille durch die Lupe, alles scharf. Hä? Ja, der DAO sitzt immer vor dem Gerät, also in dem Fall der dümmste anzunehmende User, der DAO. Also weiß ich jetzt, dass ich, wenn ich durch die Lupe gucke, dass ich die Brille da nicht brauche, sondern sie hochschieben muss. Und jetzt kann ich wieder in Ruhe kleine Dinge löten. Jetzt musst du dir das halt auch merken. Nicht, dass du beim nächsten Mal wieder vor der gleichen Problematik. Ja, noch schlimmer ist, wenn ich gar nicht merke, dass ich die Brille aufhabe, mich irgendwo hinsetze, eine Brille aufsetze und denke, wow, was ist das denn? Habe ich zwei Brillen auf? Ja, oder wenn du deine Brille suchst und drauf auf dem Kopf hast. Das ist ja so der Klassiker, ne? Wo habe ich denn meine Brille hingelegt? Ich denn die Brille da drauf? Mein Gott, Erika! Muss ich erst mal hinsetzen, Knirsch. Ah, da war sie. Ja. Nee, es gibt so ein paar Sachen, die sind bei uns strategisch im Haus verteilt. Ich mag es auch gerne, eine Taschenlampe in der Nähe zu haben. Also irgendwo unten einen Zollstock auch, also einen Meterstab. Weil ich weiß nicht, das sind so Sachen, die ich regelmäßig brauche. Taschenlampe, Zollstock brauche ich regelmäßig. Tatsächlich keine Taschenlampe? Ich habe ein Handy, wo eine Taschenlampe dran ist. Ja, stimmt, heutzutage hat man das in der. Ich habe aber noch die alten Mac-Lights, weil wenn wir früher auf Tour gewesen sind, also wenn ich als Tourbegleiter unterwegs gewesen bin, dann hast du dem Künstler, hast du dann den Weg zur Bühne geleuchtet, was auf dem Weg hin zur Bühne meistens noch relativ überflüssig ist, weil die Treppen beleuchtet sind. Es ist am Backstage, ist ja alles dunkel. Mhm. Nur auf der Bühne ist hell, Intro läuft und Künstler muss dann auf die Bühne. Aber die Stufen sind natürlich mit einem weißen Klebeband abgeklebt, dass du weißt, wo die Treppe halt ist. Ne? Also wie gesagt, rauf auf die Bühne, kein Problem. Kommt der Künstler aber von der Bühne runter, hat er ja gerade eine Stunde ins Licht geguckt. Dann sieht der die dunkle Treppe nicht. Also musst du richtig eine Mac-Light da haben, dass du dem die Treppe zeigen kannst, weil sonst ballert der dir da stumpf die Treppe runter. Und nicht, weil der das so wollte, sondern weil du einfach so blöd warst, ihm die Treppe hell genug zu machen. Ne? Und deswegen gibt's halt immer eine Mac-Light in Griffweite und das ist irgendwie so gelernt, dass ich lieber mit einer echten Taschenlampe Licht mache. Und ich habe dann, als meine Frau sich dann den Van gekauft hat, den Campervan, also die hat sich nur diesen Van gekauft, den dann ausgebaut zum Campervan. Als sie sich den dann gekauft hat, habe ich ihr zu Weihnachten richtig dicke Mac-Light geschenkt. Und zwar so eine Dreier- oder Vierer heißen die dann. Das sind ja die dicken Batterien, die da reinkommen. Mhm. So für den Fall. Die hat also so einen dicken Knopf, Kopf auch vorne dran mit LED, die sie sich dann so auf die Schulter legen kann. Ja, ja. Wie so eine Bazooka. Ja, das ist gar nicht so doof, weil die Idee war natürlich genau die, wie die bei den Security-Leuten auch ist. Wenn dir einer blöd kommt, vor allem als Frau, ne, dann kannst du dong. Dann reicht schon mal. Reicht dann im Prinzip schon aus, um zumindest einmal einen auf die Finger zu geben, wenn er dir blöd kommt oder sonst was irgendwie. Nicht, dass ich jetzt hier zur Gewalt aufrufen will, aber speziell, wenn du als Frau alleine unterwegs bist, abends, dann bist du ja meistens abends unterwegs mit der, wenn du die Mac-Light rausholst irgendwie, dann hast du sie zumindest schon mal da, kannst leuchten, ob da einer ist und im Zweifel auch mal durchziehen, wenn dir einer blöde kommt. Ob das dann permanent gut geht, keine Ahnung, weil meine Frau hat auch einen Selbstverteidigungskurs gemacht, da einige Sachen gelernt. Vielleicht ist das ganz sinnvoll und habe ich neulich auch noch gesagt, dass es vielleicht auch ganz schlau wäre, das an Schulen mal anzubieten, so Selbstverteidigungskurse für Kids irgendwie. Also jetzt nicht nur für Mädchen, sondern auch für Jungs. Ja, ja, auch für Jungs. Dass die auf jeden Fall mal so drei, vier Grundtechniken einfach kennen, mit denen man sich zur Wehr setzen kann. Meine Frau hat das damals gemacht in Vorbereitung für einen Trip, da ist sie nach Sri Lanka gereist. Ja, okay, das macht, glaube ich, war noch Sri Lanka mehr Sinn oder war das Curaçao? Ich glaube, Curaçao oder Sri Lanka, eins von beiden auf jeden Fall. Und da hatte sie dann vorher diesen,
diesen Selbstverteidigungskurs gemacht, um einfach so auf ein paar Individualitäten, Eventualitäten vorbereitet zu sein, zumindest mal zu wissen, dass man nicht komplett hilflos ist, wenn dir einer den Hals zudrückt, dich an die Wand drückt oder dich von hinten greift oder sonst was. Irgendwie, dass du dann so ein paar Techniken hast. Und es geht ja auch gar nicht darum, die anzuwenden, sondern oder Wissen ist ja die eine Geschichte, aber du lernst die ja auch anzuwenden. Ne? Das heißt, und es bringt dir Sicherheit. Und es gibt dir ein Gefühl von Sicherheit und so weiter. Von daher ist das, wäre das vielleicht das in ist, die Schule. Das ist wie in ganz vielen anderen Bereichen auch. Ne? Ja. Egal was, wenn du weißt, im Zweifel könnte ich oder hätte, weiß ich nicht, den Knopf, den ich drücken kann, wenn irgendwas passiert, was auch immer. Ne? Ja, genau. Das sind ja einfach alles Dinge, die dich dann mit einem anderen Gefühl durchs Leben, durch die Situation, durch den Abend, wie auch immer, geleiten. Genau. Als wenn du einfach genau weißt, wenn was ist, kann ich nichts machen. Oder genau. Hab eine Chance weniger, wie auch immer. Ja, oder du machst im Zweifel sogar das Falsche. Ne? Also das kann ja sein, wenn dich einer irgendwie festhält, da gibt es ja verschiedene Techniken, die du dann da lernst, mit denen du dich dann befreien kannst. Mhm. Und wenn du da das Falsche machst, dann lauchst du dich nur selber aus, kommst klar. aber zu keinem Ergebnis. Ja, ne? Und das, also die Techniken, die sie mir da verraten hat, das war schon ganz, ganz interessant zu wissen, dass man das auch anwenden kann. Also für den Fall, dass mich mal einer an die Wand drückt, weiß ich auch, was ich zu tun habe. Und für alle anderen da draußen, macht einfach einen Selbstverteidigungskurs. Es macht auf jeden Fall Sinn, das einmal durchgespielt zu haben, genau wie ein Erste-Hilfe-Kurs auf jeden Fall auch sinnvoll ist. Ne? Ja, und nicht nur mit 18 mit Führerschein, sondern vielleicht auch mal. Ja, ich musste ja neulich nochmal wieder einen machen. Also neulich ist auch jetzt schon 5, 6, 7, 8 Jahre her, dass ich nochmal einen gemacht habe. Aber war mein Führerschein auch schon mal, aber fürs Tauchen musste ich das nochmal machen. Achso, muss man denn für einen ganz normalen Pkw-Führerschein nie wieder einen Erste-Hilfe-Kurs? Nee, es wird angeboten, das aufzufrischen. Aber das ist keine Pflicht, ne? Nee, ist keine Pflicht tatsächlich. Okay. Wäre eigentlich sinnvoll, dass das macht. Ich musste es fürs Tauchen machen, weil ich meinen CMAS 2 Sternen gemacht habe und da muss ich unter anderem auch retten und da gehört halt auch der Erste-Hilfe-Kurs dazu. Retten und bergen von Fetten und Zwergen. Ja, so ungefähr. Also stell dir vor, also eine Aufgabe war, stell dir vor, ein Taucher ist verunglückt und liegt auf 10 Meter und ich bin oben auf dem Board und habe aber keine Flasche. Das heißt, ich musste ohne Flasche, nur mit ABC-Ausrüstung, ABC ist Schnorchel, Maske und Flosse, musste ich runter und den jetzt aus 10 Meter hochholen. Du darfst den aber nicht hochschießen. Das heißt, du hältst also Luft an, tauchst auf den zu und darfst den dann aber nicht nach oben schießen, weil wer weiß, wie lange der unter Wasser liegt. Das heißt, du musst den langsam nach oben holen. Und das war schon eine Aufgabe, auf jeden Fall, das hinzukriegen. Ich tauche auf den Mann zu, habe die Luft angehalten, merke, wie mir die Luft langsam knapp wird. Und dann fängst du so langsam mit dem Zwerchfell an zu pumpen irgendwie, weil du Luft holen kannst ja nicht, bist ja unter Wasser. Und dann habe ich kurz gedacht, aber ich muss abbrechen. Und dann ist mir im selben Moment der Gedanke durch den Kopf geschossen, ja, wenn du jetzt abbrichst, dann musst du den Stress ja nochmal machen. Zieh lieber durch, weil was soll passieren, ne? Wird der beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht einfacher. Ganz im Gegenteil, ne? Und dann war es aber so, dass der Manni hieß der da unten lag. Der hat sich natürlich so gestellt, ne? Aber den habe ich dann hochgebracht. Manni war so ein 90-Kilo-Klotz auf 1,95 Meter, also schon Brocken. Und jetzt musste ich, zartes Persönchen, musste den jetzt noch an Bord wuppen, weil das gehört auch zum Retten dazu, dass du den auch an Bord kriegst, selbst so eine Technik, wie du den rauskriegst. Aber klar, im Wasser wiegt der jetzt nichts, irgendwie nur ein Siebtel. Aber wenn du den dann rausholen musst mit seinen 90 Kilo, ich war nicht nur fix und fertig, als ich den an Bord hatte. Ich habe mir auch so derart den Rücken verknackst. Ist natürlich ein kleiner Preis, wenn du einen gerettet hast von da unten. Ich wollte gerade sagen. Aber auf der anderen Seite weiß ich noch ganz genau, lieber Manni, du wirst das hier nicht sehen, weil du in Australien mittlerweile lebst. Aber ich verdanke dir viel. Stimmt, in Australien gibt es ja auch kein YouTube. Ich weiß es nicht. Falls du das hier sehen solltest, lieber Manni, schreib mir mal. Wir haben ihn lange nicht mehr gesehen. So, aber in dem Zusammenhang musste ich dann auch meinen letzten Erste-Hilfe-Kurs machen tatsächlich. Ja. Und das war dann nochmal so eine Auffrischung, wo ich gedacht habe, das ist nicht verkehrt. Ne? Ja, ja, ganz genau. Zumindest mal so stabile Seitenlage, zumindest mal eine grundsätzliche Beatmung oder überhaupt erstmal, wie verhalte ich mich denn, wenn ich eine Person finde? Ne? Also das reicht ja eigentlich schon fast, wenn man da erstmal weiß, welche Reihenfolge sollte ich da so ungefähr einhalten? Ja, und cool bleiben vor allem. Ne? Also das hilft ja auch, dass man in solchen Situationen einigermaßen. Bevor cool man dann daneben liegt, ist das immer sinnvoll. Ne? Ja, nicht auszudenken, will man ja nicht. Ne? Nee, auf gar naja, von Fall. Daher, also das zum Thema Erste-Hilfe-Kurs, ansonsten, ja, das macht schon Sinn. Ja, worüber sprechen wir noch? Ich habe meine Bässe umgehängt. Warum? Tatsächlich, weil, wenn du meine Videos mal angeguckt hast, die Seitenansicht, wenn ich vor dem Rechner sitze, da hast du immer meinen Rickenbacker links neben mir gesehen. Ja. Und ich wollte da aber meinen Diffusor hinhaben. Den habe ich jetzt ein Stück nach vorne geholt, habe den dahin gemacht. Weil hast du den auch von Markus, oder? Nee, den habe ich von dieser berühmten tschechischen Firma, die mir damals auch polnisch, die mir damals auch die Bassfallen gebaut hat, die Runden irgendwie. Das war so ein. Okay. Ja,
Die war halt zu weit weg, hinten irgendwie. Und ich habe gedacht, jetzt musst du doch irgendwann mal was machen. Irgendwie hol die mal nach vorne irgendwie. Und habe dann meinen Bass umgedübelt. Der hängt jetzt ein bisschen weiter hinten. Und jetzt ist der Diffusor auch auf der richtigen Seite. Jetzt ist, Im ersten Moment besser umgehangen, war ich natürlich jetzt gerade bei irgendwie Subwoofer oder so. Aber ich habe meine Subwoofer umgebaut, alle 24 Stück, die ich habe. Genau, nein, ich habe ja nur einen. In deinem doppelt Dolby Atmos. Also auch von unten, du hast keinen Boden drin, sondern hast auch von unten noch Atmos, damit dann auch alles perfekt ist. Okay, habe ich verstanden. Ja, aber was die Leute ja jetzt auch gesehen haben, vielleicht können wir darüber nochmal sprechen, weil ich habe ja jetzt das Video veröffentlicht, in dem ich das Volt 476P Audio Interface vorstellen durfte, als Deutschland exklusiv. Da war ich dabei. Und du, also du hast ja getrommelt, wie die Leute auch übrigens gesehen haben im Video. Also alle, die es noch nicht gesehen haben, guckt euch auf jeden Fall das Volt 476P Video an, was ich rausgebracht habe. Und da haben wir ja hier getrommelt. Das war hier. Und die Aufnahme war ganz fein geworden, muss man wirklich sagen. Also da hat er einen feinen Strahl auf die Trommel gehustet. Also ich sag mal so, ich habe mich ja direkt bei der Aufnahme schon entschuldigt. Wofür? Naja, also ich habe das ja früher hauptberuflich gemacht, Schlagzeug gespielt. Und da habe ich ja tatsächlich irgendwie so, weiß ich nicht, 2, 4, 6 Stunden am Tag, jetzt mal unabhängig von der Arbeit, geübt. Ne? Also. Und das ist natürlich dann eine ganz andere Sache. Sie haben ja noch gesagt, es fühlt sich halt einfach nicht so rund an, wenn du selber dran sitzt. Ja. Oder wenn du dann so jetzt mal so ab und zu, ist jetzt ja nicht so, dass ich gar nicht spielen würde, aber halt nicht jeden Tag und irgendwie nicht immer konstant auf irgendeinem Level. Und wenn ich dann halt andere Leute sehe, die ich auch sehr, sehr, was heißt bewundere, also die ich sehr, sehr respektiere, so mittlerweile ein paar coole Dudes irgendwie so auf Instagram unterwegs als Drummer. Mhm. Ne? Zum Beispiel Jojo Vogt. Ist da ein Kollege, ein Drummer, der auch schon auf Produktion getrommelt hat, die ich dann nachher auch gemastert habe und so. Und der ist halt wirklich einfach nur Trommler und der macht sich halt Gedanken, der hat ein eigenes Studio, macht sich Gedanken über Sound und richtig krass irgendwie, ne, der hat dann auch 27 Snares zur Auswahl, wo er drüber nachdenkt oder keine Ahnung wie viele. Ne? Dann weiß der aber, was er tut. Ja, der weiß halt voll, was er tut. Ja, ne? Ja. Und das ist dann halt eine ganz andere Nummer, als wenn man nach so einer Zeit sich dann einfach mal wieder hinhockt. Ja. Die Nummer war jetzt ja nicht mega kompliziert. Ja, aber. Aber du musst ja trotzdem offen, also, ne? Ja. So. Ja, und ich wollte ja ein bisschen Swing auch im Spiel haben, was du ja auch schön reingebracht hast. Und das hast du, also davon ab, dass das um Längen besser war, was ich jemals aufs Band gekriegt hätte. Und nicht wegen der Aufnahmequalität, sondern einfach wegen der Spielqualität. Aber in dem Zusammenhang, erinnerst du dich noch an unsere letzte Mixkritik, die wir über diesen österreichischen Song gemacht haben, vom Helmut, den Song? Im Premium-Bereich haben wir doch diese Mixkritik gemacht, dieser österreichische Song. Da hatten wir über die Drums gesprochen und ich hatte dem Helmut empfohlen, dass er sich einen echten Drummer suchen soll. Ja, genau. Helmut ist Drummer. Oh. Und Helmut, also war ja sauber gespielt. Wir haben uns ja eher über den Sound der Drums da ausgelassen und vermutet, dass das ein Drum-Plugin ist, was jetzt irgendwelche Loops spielt. Nein, Helmut hat das selber getrommelt. Auf dem E-Drum-Set. E-Drum-Set, ganz genau. Good. Und ich habe dann Helmut aber trotzdem nochmal geschrieben, habe ich dann auch dafür entschuldigt. Und hab ihm aber auch nochmal gesagt, dass ich ihn trotzdem sehr gerne auf einem echten Set hören möchte. Ja, oder auf einem besseren E-Set, weil vermutlich, das ist ja auch die Krux an der Sache, wenn du bei dem E-Drum-Set, wenn man sich jetzt ein E-Drum-Set kauft, sag ich mal so, kannst du, schlag mich tot, 400 Euro ausgeben, ne, Hausmarke, Thoma, Music Store, irgendwas. Ja. Und du kaufst dir halt das Roland, irgendwas. D-Drum, sonst was für, oder D-Drum oder was. Ja, genau. Ne? So, und da gibt es ja. Viele denken ja immer, ja, was ist der Unterschied? Das ist ja letztendlich wie bei einem akustischen Set auch. Ja, der Sound, klar, du hast ja deinen Drumcomputer. Ja, ja. Der ist ja, wenn du jetzt mit einem E-Drum-Set eine Aufnahme machst, völlig unerheblich. Der Drumcomputer. Ja, also klar, also du kannst natürlich aus dem Drumcomputer auch Audiospuren aufnehmen. Ja, ja. Oder du nimmst aus dem Drumcomputer das Minisignal. Ja. Und also wird das übrigens in vielen Studios mittlerweile selbst im Metal-Rock-Bereich auch gemacht. Dass sie einfach das MIDI aufnehmen. Ganz und dann genau, da wird einfach das MIDI-Signal und dann hast du ja mittlerweile sowas von geniales Sound-Libraries. Ja, absolut. Ja. Ne, so, wo die Sounds ja nicht schlecht sind, sondern wo die Umsetzung dieser Sounds mit der Maus oder so halt das Problem sind, um das authentisch klingen zu lassen. Das hast du ja jemanden, der wirklich mit der Dynamik spielt. Ja, ja. Aber jetzt kommt der nächste Faktor halt ins Spiel. Klar, Soundmodul, hast du nicht gesehen, Spielgefühl ist natürlich auch. Ja. Ich bin ja, ne, wie gesagt, Drummer, ich habe auch schon mal an so einem 400-Euro-Ding gesessen. Ja. Da denkst du ja wirklich, du klopfst irgendwie
Auf Holz? Ja. Wenn das denn überhaupt Holz ist. Fresssparen vom großen schwedischen Hackbällchenhersteller. Das fühlt sich halt einfach nicht wie Schlagzeugspieler, dann spielst du anders. Ja. Ne? Und dann gibt es ja diese Mesh-Heads, also das genau, ist ja dann die diese Netz genau, haben. Ganz stramm gespanntes Netz. Gespanntes Netz. Das fühlt sich ja dann wirklich an wie Schlagzeugspiel. Ne? Ja, ich habe so ein Mesh-Head auch mal aufgezogen auf eine Snare und habe dann Trigger drauf gebaut, weil ich das haben wollte. Das geht irgendwie. Schon klar. Ja, das ging schon. Ich wollte die eigentlich zum Üben haben. Ne? Weil ich wollte leise üben und habe dann einfach so ein Mesh-Head draufgezogen und wollte dann meine Paradiddles da üben, weil ich gedacht habe, dass wenn ich das abends um 10 mache, dann brauche ich das hier nicht. Also selbst das E-Drum-Set war da irre laut. Ja, ne? Das klackert schon ganz schön. Und auch das Übungspad. Und dann habe ich mir halt irgendeine olle Snare genommen. Die habe ich irgendwie für einen Zehner auf dem Flohmarkt gekauft und habe dann ein Mesh-Head draufgezogen und das dann schön stramm gemacht. Und dann hast du wirklich auch Stick-Response, dass du wirklich auch damit spielen kannst, dass du auch wirklich das Gefühl kriegst, wie das auf einem echten Fell sein könnte. Fühlt sich schon an wie eine Trommel. Ja, ganz genau. Ne? Ja. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist ja dann, wie gut ist die Übersetzung dieser Pads? Der Dynamikstufen. Der Dynamikstufen. Oder wenn du jetzt zum Beispiel, das ist ja dann auch eine Preisklassenfrage, ist das Becken an oder aus? Also haue ich drauf und es klingt? Ja. Oder ist es wichtig, wie haue ich wo beim Becken? Genau, drauf? Es hat ja noch Zonen, so wie die einzelnen Trommeln tatsächlich auch Zonen haben, weil wenn du bei einer Snare in der Mitte drauf haust, klingt das ja auch anders, als wenn du 2 Zentimeter daneben haust und so weiter. Das hatten wir ja bei der Aufnahme auch, wo ich einmal abgebrochen habe und gesagt habe, jetzt habe ich hier dreimal bei dem Refrain, bei diesem 16. Beat dreimal die Snare irgendwie nicht in die Mitte getroffen. Da ist man natürlich dann auch, da habe ich auch noch gesagt, das ist dann halt auch so eine Übungssache. Ja, genau. Aber das sind ja so die drei Parameter. Und lassen wir mal das Sound-Ding außen vor jetzt für so eine Aufnahme. Also wenn du wirklich nur Aufnahmen machst und sagst, ich habe eine richtig gute Library oder mehrere, wie auch immer, dann ist das ja nicht relevant. Aber du brauchst halt etwas, wo du dich drauf wohlfühlst, worauf du spielen kannst. Ja. Und du brauchst halt dann irgendwie eine gute Übersetzung für die Geschichte. Und wenn der Helmut gesagt hat, wenn er wirklich Trommler ist und er spielt auf einem E-Drum-Set, glaube ich eher, dass es da tatsächlich an der Limitierung der Hardware. Ich glaube auch. Ich hatte mich nämlich, während wir die Mixkritik gemacht haben, auch schon gewundert, dass es eigentlich relativ trommelistisch getrommelt war. Also da war ja unter anderem dieser mir gut gefallen. Ja. Dieser Motown-Fill war ja, ne? Na gut, kannst du aber als Loop. Aber wenn du kein Trommler bist, dann hast du den nicht im Auge. Ja. Das ist jetzt nicht ein typischer Fill, mit dem du reingehst. Wenn du aber Trommler bist, dann kannst du den, dann ziehst du den, spielst du den einfach. Ne? Mhm. Und da war ich schon drüber gestolpert, dass ich gedacht habe, das klingt schon irgendwie nach Trommler, aber die Sounds sind einfach nicht so ganz cool. Und wie gesagt, Helmut hat gesagt, er hat selber getrommelt und hat dann darauf hingewiesen, gut. Gut, man lernt ja nicht kann aus, sich ne? ja auch mal, ne? Ja, die Sounds haben uns ja trotzdem irregeführt. Wir haben ja das Spiel auch selbst gar nicht kritisiert, sondern die Sounds halt vom Schlagzeug tatsächlich uns eher gewünscht, dass es auf einem echten Set gewesen wäre. Okay. Und vielleicht habe ich ihn ja angeschubst, dass das beim nächsten Song, den wir von ihm zu hören bekommen, dass es dann tatsächlich da. Aber gut, selbst der Aufwand, der war ja minimal eigentlich, den wir in dem Video oder für die Aufnahme betrieben haben. Wir sind ja in diesem Raum gewesen. Wir haben ein Bassdrum-Mikrofon gehabt. Es war eine Grenzfläche, einfach reingeschmissen. Genau. Wir haben das SM57 an der Snare gehabt. Ganz genau. Von oben relativ auf die Mitte vom Fell, weil du wolltest halt einen sehr attackigen Sound haben. Genau. Und wir haben 2 Overheads gehabt. Die Universal Audio SP1. Die, genau, als die, XY haben genau, wir die ja auf dem, genau. Genau, haben wir die auf die Mitte des Sets gerichtet. Ja. Selbst der Aufwand, also das war ja wirklich wenig Aufwand, aber trotzdem ist es ja ein Aufwand. Ja. Und wir sind ja hier in einem Raum, den der Markus ja auch, das ist ja kein Geheimnis. Markus Bertram, von MB-Akustik. Das ist ja kein Geheimnis. Ja. Wir sitzen jetzt hier nicht in einem 80 Quadratmeter Aufnahmesaal. Nein. Sondern das ist ein kleines Räumchen hier. Ja. Ne? Wahrscheinlich der größte Aufnahmeraum eines Mastering-Studios. ever. Genau, weil es eigentlich natürlich sehr häufig genutzt wird. Kannst du auch ein Atmos-Studio reinbauen. Könnte ich theoretisch auch. von daher ist das jetzt ja auch hier kein megamäßiger Raum irgendwie. Ja. Aber er ist trotzdem halt vom Markus Bertram halt doch sehr, sehr krass, gerade mit diesen Dingern, die ihr bei YouTube im Hintergrund sehen könnt. Was sind das denn für Dinge? Ich klopfe mal davor. Ganz genau, wie die genau heißen. Ist die auf jeden Fall schwingend aufgehängt hier. Genau, die sind von MB Akustik, auch selber hergestellt. Ich habe immer einen falschen Namen. Ich denke immer an Hi-Z, aber Hi-Z ist ja der Hochimpedanz-Eingang. Aber das fühlt sich an wie irgendwas mit HR. Das
Die heißen das ist irgendwas auf jeden Fall mit Schaumstoff HR. Und dann ist hier oben drauf diese Reflexions-, diese Lochmatrix, die das... Da sind einfach Löcher drin. Ja, genau. Ne? Also ja. Das kann man ganz stumpf sagen, glaube ich. Wer das genau wissen will, müsst ihr mal googeln. MB-Akustik, irgendwas mit HR 500 oder so heißen die, glaube ich. Und die haben den Vorteil, dass sie eben durch diese Konstruktionsart und Weise, jetzt fragt bitte nicht nach, da müsst ihr dem Markus Bertram schreiben, wer es da physikalisch dahinter steckt, dämpfen die eben deutlich weniger in den Höhen, ja als jetzt klassische... Breitbandabsorber. Aber das kann man auch relativ leicht erklären eigentlich, weil wenn ich dagegen klopfe, dann ist das hier eine relativ harte Oberfläche. Dahinter ist Basotect, würde ich sagen. Ne? Wahrscheinlich. Aber das ist eine relativ harte Oberfläche. Das heißt, hier durch die Löcher wird natürlich jede Menge Schall, vor allem langwelliger Schall, das sind ja hier 12 Zentimeter, würde ich sagen. Ich habe jetzt keinen, 15, glaube ich. Ich habe jetzt meinen Meterstab nicht dabei, den bräuchte ich jetzt hier. Also 15 Zentimeter dämpft ja schon wirklich auch tief runter. Und dann hast du aber trotzdem diese gelochte, reflektierende Oberfläche, diese harte Oberfläche, die bestimmt einen gewissen Anteil an hohen Frequenzen auch wieder zurückwirft. Ja, eher wie so ein Diffusor wirkt. Genau, und dann dem Raum wahrscheinlich seine Lebendigkeit erhält. Richtig. Also von daher ein sehr, sehr schlaues Ding, dann schön mit Stoff überzogen, also von daher... Ja, und davon hängen ja hier super. Ein paar drin. Ja, wie viel haben wir hier? 2, 4, 6, 7, 8 sind davon, ne? Eine Stellwand oben, die Decke ist auch noch bekleidet, ein bisschen, also... Ja, genau, also das ist schon wirklich für die Größe des Raums ist der immer noch sehr, sehr... Sehr, sehr lebendig, das heißt auch gerade für Bläser oder generell für akustische Instrumente. Und du hast nahezu keine parallelen Wände hier, also das fällt mir auch auf. Ne? Also klar, Decke und Boden sind natürlich parallel, aber ansonsten ist der Raum auch nicht direkt quadratisch, ganz im Gegenteil. Nee, genau, das ist schon super. Das heißt, was ja hier fast gar nicht stattfindet, ist irgendwie Bassabsorption. Ja. Ne? Also wir haben hier 15 Zentimeter ist ja schon, also ist jetzt nicht in den Ecken, wo der Bass stattfindet, aber 15 Zentimeter. Aber unter 200 Hertz ist da aber nicht viel, was da gedämpft wird. Aber durch die Geometrie haben wir eben das Problem mit Raummoden fast nicht oder deutlichst weniger. Mhm. Ne? Hast ja auch gemerkt, auch bei der Drumaufnahme, wir hatten ja überhaupt keine Probleme mit der Bassdrum. Und das war eine 22x18 Bassdrum. Also die und die schon, durfte richtig schwingen. Ne? Das haben wir auf der Aufnahme auch gehört. Genau, ja. Sehr relativ offen gestimmt, also mit einer relativ tonalen Stimmung. Relativ wenig jetzt nur auf den Kick oder so reduziert. Ne? Von daher ist das schon mit dem, klar, der Aufwand ist nicht gering für so einen kleinen Raum. Muss man schon sagen, aber lohnt sich dann eben, um hier so eine kleine Möglichkeit zu haben, Dinge zu machen. Aber also wie gesagt. Super. Also hat wirklich super geplappt. Und ich war echt froh, dass wir die Grenzfläche reingelegt haben in die Bassdrum. Absolut. Weil ich habe ja auch das D6 zu Hause, das Audix D6, was ja auch ein fantastisches Bassdrum-Mikrofon ist. Auch für ein Bass-Amp übrigens sehr klasse, weil es ja auch so eine EQ-Kurve vorgeformt hat. Aber wenn wir diesen Ballermann vorne ans Loch gestellt hätten, dann wäre da nichts Verwertbares bei rausgekommen, weil die Bassdrum selber hatte schon so einen Wumm, so einen Schwung und so eine Tieffrequente, die schon die Grenzfläche ordentlich abgebildet hat, dass ich nicht hätte wissen wollen, wie das geklungen hätte, wenn wir das D6 da vorne dran geknallt hätten. Wenn wir noch einen Subkick davor gestellt hätten oder so. Ich habe ja selber eine gebaut. Ne? Ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren mal so einen NS10-Speaker gekauft und den umgelötet zu einer Subkick. Und habt ihr auch eine Zeit lang davor gehabt, wie man das so am Anfang macht, wenn man anfängt, ein eigenes Schlagzeug zu haben? Erstmal alles haben, genau. Alles gebaut, alles aufgehängt, Snare von oben, Snare von unten. Jedes Tom hat sein eigenes MD421. Ja, aber mit Snare von oben und von unten haben wir uns ja letztes Mal darüber unterhalten. Da ist mir natürlich auch als Schlagzeuger sehr wichtig eigentlich. Ja, kann ich auch nachvollziehen, außer Frage. Nur, wie gesagt, ich als Amateur, der schon kaum spielen konnte, irgendwie hängt erstmal das komplette Schlagzeug mit Mikrofonen voll. Ne? Und natürlich noch Raum, Overhead, jedes Tom, wie gesagt, 421er dran. 8 Becken kaufen. Nee. 6 Toms. Becken hatte ich nur 3. 3 und das Hi-Hat, aber wirklich ein Übermaß an Informationen im Prinzip. Ne? Und dann erstmal an den Punkt zu kommen, zu sagen, ey, konzentriere dich doch erstmal auf die 4 wichtigen Mikrofone. Oder versuch's erstmal mit 2. Ne? Ja, gut, klar. So, und sich dann ranzutasten und eben nicht sofort großes Studio zu spielen mit einem Instrument, was man bei so vielen Quellen kaum als Amateur, als Anfänger unter Kontrolle halten kann im Mix. Das ist so schwer, diese Mikrofone zusammenzukriegen am Anfang. Das Problem ist ja dann auch oft, dass das Schlagzeug, also Raum, Schlagzeug klingt scheiße, ist schlecht gestimmt, gar nicht gestimmt. Gar nicht gestimmt, ja. Hatten wir ja letztes Mal dann auch ein bisschen länger drüber unterhalten, weil das Schlagzeug jetzt bei mir natürlich auch für einen ganz andere Art von Musik in dem Moment gestimmt war. Genau, ja. Ne? Wobei man dann ja schon relativ schnell irgendwie, wenn man weiß, wo man dran reden muss, dann auch zu dem Ergebnis hinkommt, wo man hin möchte. Du, weil du Profi bist und weil du weißt, was du tust. Ja, ja, klar. Ja. Nur auch zum Beispiel mit der, wir hatten ja dann eine Tom nur, also quasi
nicht die Stand Tom, aber genau, die Floor Tom, ja. Floor Tom ist ja dann auch falsch, die tiefe hängende Tom, so, die wir dann da benutzt haben. Das war ja auch nur eine 14 Zoll, aber ja auch unheimlich tief gestimmt. Ja. Ne? Das sind ja alles so Sachen, also die kriege ich fetter gestimmt als die 16 Zoll Tom. Die hatten wir ja auch zwischendurch hier oben. Ja, stimmt, ja. Aber die 14 Zoll Tom kriege ich fast, natürlich rein physikalisch nicht genauso tief, aber die klingt aber fetter. Zumindest so, wie ich das empfinde als Schlagzeuger, wenn ich selber drauf hau, wenn ich selber dran sitze. Und klar, Fell, Dämpfung, wie ich drauf haue. Ich hatte ja ein leichtes Sticks-Problem. Das sieht man natürlich im Video so nicht und hört man ja hoffentlich dann auch nicht. Nein, also das war ja wirklich ordentlich getrommelt. Und ich darf dir auch verraten, dass ich dann jetzt, wir haben ja heute Sonntag, dass ich am kommenden Donnerstag einen Livestream machen werde, wo ich die Aufnahmen verwerte und fülle. Das heißt, ich werde am kommenden Donnerstag einen Livestream machen mit dem Volt 476P und werde den Rest von dem Song noch aufnehmen. Und dann wird der ganze Song wachsen. Ich muss allerdings noch ein bisschen üben, weil ich mich entschieden habe, den ganzen Song einen Ganzton runter zu stimmen. Weil wenn ich den in der Originaltonart, in der ich ihn geschrieben habe, spiele, dann ist er mir zu tief. Und wenn ich ihn auf der Ukulele spiele, also auf der Gitarrele, eine Quarte höher, ist er mir fast zu hoch. Und wenn ich den ganzen Song auf der Akustikgitarre spiele und einen ganzen Ton runternehme, also von E auf D runterstimme, dann passt er für meine Stimme perfekt. Einziges Problem, jetzt kann ich ihn nicht mehr spielen. Weil es ist ja nicht wie beim Klavier, wo du einfach nur einen ganzen Ton runtergehst und dann ein paar schwarze Tasten mehr hast. Sondern beim Keyboard drückst du auf Transpose einfach. Oder Transpose meinetwegen, das würde dann ich machen als Amateur an den Tasten. Aber bei der Gitarre ist es halt so, jeder Gitarrist will das wissen, wenn du einen Song von E auf D runter transponierst und du, wie ich, wenn du spielst, eben nicht nur Akkorde spielst, sondern auch Lines gleichzeitig spielst. Ne? Also ich spiele nicht nur den Akkord, sondern lass auch währenddessen andere Noten noch wandern und spiele die Melodielinie quasi mit. Mhm. Dann rutscht alles einen ganzen Ton tiefer und natürlich kann ich die E-Seite runter auf D tunen, das geht dann. Dann habe ich zumindest das tiefe D da. Aber das Greifen wird so kompliziert, dass ich mir mal wieder einen Song ausgedacht habe, den ich kaum selber spielen kann. Deswegen muss ich noch ein bisschen üben für Donnerstag. Aber da wird natürlich die Basis dann auf jeden Fall gelegt sein, weil das Schlagzeug ja schon aufgenommen wurde mit dem 476P. Und dann werden wir live vor der Kamera. Ich hoffe, dass ich das wirklich hinkriege. Vielleicht lege ich mir auch zur Sicherheit schon mal eine Aufnahme vorher parat, die ich schon mal gemacht habe. Aber dann ist ja schon kommen. Am Ende des Livestreams, so, jetzt haben wir alles super aufgenommen und dann so Knopf gedrückt. Ach, jetzt, brauchen wir nur noch einen Gitarristen. Genau, jetzt muss ich erstmal einen Gitarristen anrufen. Irgendwie. Und dann eine Woche später kommt dann der Song raus. Und dann, das werden wir dann am Donnerstag sehen im Livestream. Und ich würde sagen, das ist auch ein passendes Schlusswort für unseren kleinen, nicht Livestream, aber Live-Talk hier auf jeden Fall live on tape. Bedanke mich wie immer, dass ich hier bei dir sein durfte, auch nachdem ich feststellen musste, dass das hier nicht ganz so warm ist wie in Griechenland, aber immerhin ist es ja das schöne Holtwick und von daher. Aber wir haben ja auch September, ne? da muss es ja keine 35 Grad mehr sein. Aber wir beiden werden uns jetzt erstmal noch ein kleines Quarkbällchen und einen Kaffee gönnen und verabschieden uns bei euch mit den lieben Worten, mit den letzten Worten meines Freundes Björn Schlüter. Ey, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Björn Schlüter sagt, ich habe mir schon wieder nichts überlegt. Ich würde... Du kannst irgendeinen Satz bringen. Ja. Das ist wie bei der Muppet Show. Aber du willst ja so immer, also, wir brechen jetzt ab. Okay, macht's gut. Yassas. Ich mag einfach diese Stelle. Bei der Muppet Show, müssen wir das hinkriegen, dass wir das etabliert kriegen. Also ich dachte, du machst das absichtlich, dass ich mal was anderes sage. Es ist tatsächlich, das ist ein Zitat eigentlich aus, ich glaube, aus der Muppet Show. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn so und so sagt und dann kommt irgendein blöder Spruch von dem. Das ist klassisch aus der Muppet Show.